The verse number 30. Vers 30. The Bible tells us. Sagt uns die Bibel. And Caleb steal the people before Moses. Und Caleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose. He steal the people before Moses. Er brachte dem Volk zur Stille vor Mose. The spirit of Caleb. Ja, der Geist Kalebs. Caleb steal the noises, the voice that has shaped us. All the ideologies. Amen. Denn Caleb hat wirklich zum Schweigen gebracht all die Stimmen, all die Ideologien, all die Sätze, die wir bis dahin geglaubt haben. Before Moses. Und zwar vor Mose. Before Christ. Vor Christus. Hallelujah. Amen. So there are many voices that are competing. Also gibt es viele Stimmen, die im Wettbewerb treten, to lay hold of your mind, damit sie deinen Sinn ergreifen, to take hold of your thoughts, damit sie deinen Gedankengang ergreifen, the picture of who you are, zum Beispiel das Bild dessen, wer du bist, from within you, aus deinem Innern. The Bible says Caleb steal the people. Die Bibel sagt, dass Caleb beschwichtigte das Volk. Be still and know that I am God. Ja, Psalm 46, 10 sagt uns, also seid still, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. And then he says, let us go at once. Und da sagt der Kalle, lass uns hinaufgehen und zwar sofort. Glory be to God. Ehre sei Gott. Not tomorrow. Nicht morgen. Now. Jetzt. Let us go at once. Lass uns hinaufgehen und zwar sofort. I love this. Das liebe ich sehr. This is what I walk. This is how I live. Aber genau so lebe ich. He says, let us go at once. Lass uns sofort hinaufgehen. The promises are not for tomorrow. Denn die Verheißungen sind nicht für morgen. The promises are now. Die Verheißungen sind jetzt. The day of salvation is today. Der Tag der Errettung ist heute. What you imagine in your heart. Was du in deinem Herzen vorstellst. You enter into the fulfillment of what you imagine. Denn du kommst in die Erfüllung dessen, was du dir vorstellst. What you see. Was du siehst. Concerning yourself. Bezüglich deiner selbst. You walk into it. Du wandelst da drin. And you begin to walk in the reality of it in the now. Du fängst an, in der Wirklichkeit dessen, im Nun zu wandeln. Even though you don't see the natural manifestation. Obwohl du im körperlichen Sinn die Manifestation noch nicht siehst. Until you see the way God sees. Bis du siehst, genauso wie Gott sieht. You will not get what God has given. Dann wirst du das nicht erleben, das nicht bekommen, was Gott schon gegeben hat. So all what God is doing, alles, was Gott tut, is to adjust our mind, ist wirklich unseren Sinn zu justieren, zu to korrigieren, what he has already done. Nämlich zu dem, was er schon getan hat. Amen. Amen. Halleluja. Amen. When God looks at you and I, also wenn Gott dich und mich anschaut, he saw a kind person. Er sieht einen netten Menschen. He sees a faithful man. Er sieht einen treuen Menschen. He sees a person full of self-control. Er sieht einen Menschen voller Selbstbeherrschung. He sees a good man. Er sieht einen guten Menschen. So when you see as he sees, doch wenn du siehst, so wie er sieht, and then you walk into, und du wanderst da drin, into the feelings of what you see. Nämlich du wanderst in den Gefühlen, in den Gespüren von dem, was du siehst. You begin to be kind. Dann fängst du an, nett zu sein. When you don't supposed to. Auch wenn du das nicht möchtest. When you know who you are. Also wenn du erkennst, wer du bist. You have everything. Dann hast du alles. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 When you see Jesus, wenn du Jesus siehst, his nature rubs in you. Also seine Natur färbt bei dir ab. You know. Dann erkennst du, that you can do all things through Christ who strengthens you. Dass du alles vermagst zu tun, und zwar durch Christus, der dich stärkt. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So what am I saying today? Was sage ich heute? Is that God is more than able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. But it's only be done according to the power that worketh in us. There is a power that is working in you and I. This is the power of the creative
abilities of God. That which God used to create is that which he has shared with us. And his name is called Jesus Christ, because the whole world was created by the word. And without the word, nothing is created that is created. So that creative ability, that inherent nature of creativity of God is within you and I. So we are more than able to do exceedingly, abundantly, above what we can ask or think. But the question is, what are you thinking? Mm. Are you thinking failure? Are you thinking weakness? Are you thinking inferiority? When you begin to think those things, you are elevating them above the power of God. Amen? Amen. But God said, I have exalted my word above my name. The word of God is elevated. And when the word of God is elevated in our hearts, then we begin to see the manifestation of what the word of God have said. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Von hinten angefangen, wenn wir das Wort Gottes erheben, dann fangen wir an, die Manifestation dessen in unserem Leben zu erfahren. Nämlich Gottes Wort sagt, er hat sein Wort erhoben, und zwar weit über alles, seinen Namen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass derjenige, dass Gott in der Lage ist, der ist fähig, wirklich alles zu tun, und zwar weit über, mehr als wir je erbitten oder erdenken können. Doch diese Fähigkeit wird begrenzt durch unsere Denkweise. Wenn wir uns entscheiden, entgegen dem zu denken, was er denkt, was würde passieren? Dann begrenzen wir die Kraft Gottes. Dann begrenzen wir diese Kraft, die wirklich die schöpferische Kraft ist, der wirklich Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was drin ist. Und diese Kraft ist Christus. Denn warum? Mit Christus wurde alles geschaffen. Es wurde ohne Christus nicht geschaffen, was geschaffen wurde. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns seine Gedankengang zu unser eigenen machen, damit das, was er uns verheißen hat, was erfüllt ist in Christus, dieser Kraft in uns, wird in unserem Leben sichtbar.